Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft mit dem Tobi von GOP. Es ist wieder Zeit für einen epischen, mysteriösen Part mit mir. Yippie-yay, meine lieben Freunde. Wir haben ja richtig lange drauf gewartet, also seit Dienstag ist es jetzt her, wo das auch eigentlich ganz normal ist. Und ich entschuldige mich wirklich dafür, dass am Donnerstag nichts rausgekommen ist. Aber das lag daran, weil der Marlo und ich keine Zeit hatten. Und ja, dann ist das halt so mit Schule und so. Aber in den Sommerferien, ich schwör's euch, da wird es ganz schön lustig. Also ich habe Ferien ab dem... Ja, der 19.07. ist der letzte Schultag und ab da geht's eigentlich, produziere ich kräftig mal vor, damit ich mir nicht so viel Sorgen machen muss, wenn ich in den Ferien nicht weg bin, ne? Meine lieben Freunde, ihr wisst, wie es funktioniert. Aber jetzt geht's erstmal wieder daran, was wir im Moment überhaupt machen wollten. Und zwar, ich hatte irgendwie Bock dazu, das Feld zu vergrößern. Und das werden wir jetzt auch erstmal tun, weil ich finde persönlich, ist es eigentlich schon ganz schön wichtig, dass das Feld größer wird. Weil, ja, ist halt unser Feld und da kommt halt unser Nom-Nom her. Weil so eine richtig krasse Nom-Nom-Quelle haben wir ja noch nicht, so wie Wassermelone oder sowas. Das können wir uns ja leider nicht leisten, weil wir dafür definitiv viel zu arm sind. Und auch total unskilled. Ja, ich habe gerade unskilled gesagt, also ohne Skill. Und ja, jetzt bauen wir erstmal ein bisschen. Juhu, oh mein Gott. Ich habe fast die Tür nicht mehr aufbekommen. Ha, mysteriös. Und ich hoffe auch, dass die Webcam funktioniert, weil gerade eben hat die ein bisschen rumgesponnen und... No risk, no fun, habe ich mir dann jetzt gedacht. Und wenn sie dann nicht da ist, dann tut mir das schrecklich leid. Aber wenn sie dann da ist, finde ich cool. So, okay, also wir machen das jetzt so, dass wir... ja, wie viele müssen wir denn jetzt machen? So, sind ja dann immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich dann immer 6 Felder. Okay, und hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Und wie waren das jetzt? 8, dann mache ich hier 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann wird es noch um ein Feldchen noch breiter, damit es dann noch schöner ist. Und dann können wir ja hier eigentlich theoretisch die komplette Seite aufreißen. Nach oben. Oh, das war taktisch unklug gesetzt, was ich hier gemacht habe. Boah, diese Spinne, die regt mich auf. Wow. Boah, aber hört sie euch mal an, die jammert doch einfach danach getötet zu werden. Also jetzt mal ganz ehrlich, und ich weiß genau, dass sie unter uns ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, entweder krepiert die gerade oder die macht gerade einen epischen Kampf mit jemand anderem, den ich nicht kenne. Wo ich auch eigentlich relativ froh drüber bin, dass ich denjenigen nicht kenne. Weil vielleicht könnte ich das sein und dann wäre ich in einem epischen Spinnenfight. Sehr voll böse, versteht ihr? So, genau, das ist gut. So, jetzt machen wir das noch schnell so und dann ist hier jetzt auch wieder Wasser drin und dann gehen wir hier zu dem Loch hier. So, weil da kriegen wir nämlich auch wesentlich mehr Ertrag auf einmal. Finde ich eigentlich richtig geil. So. Weil es ist ja schon nützlich, wenn wir dann so richtig viel Zeug halt haben. Statt nur so wenig. Habe ich eigentlich noch Wassereimer dabei? Ja, ich habe noch einen Eimer dabei. Ich habe sogar zwei Eimer. Habe ich noch die Hoe dabei? Ja, ich habe sogar noch die Hoe dabei. Aber ich bin mir sicher, dass die nicht halten wird. Aber naja, ein Versuch ist es wert. Machen wir erstmal ein bisschen Wasser. Das muss ja schließlich auch sein, ne, meine lieben Freunde? Weil ohne Wasser sind wir ja gar nichts hier. Ist ja auch irgendwie, ist auch irgendwie logisch, dass nur mit Wasser irgendwie was wächst. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht von Minecraft. Apropos Minecraft, es kommt ja wahrscheinlich nächste Woche die 1.6 raus. Ich habe mir da schon mal so einen Snapshot von angeguckt. Und ich finde persönlich, die Pferde sind jetzt nicht so, sehen jetzt nicht wunderschön aus, aber die sind eigentlich ganz cool gelungen. Ich werde nicht sofort mit der 1.6 spielen, wenn die 1.6 draußen ist. Aus dem Grund, weil ich lieber mit Mods und sowas spiele. Und das dann halt irgendwie besser ist, finde ich persönlich. Und dann haben wir nicht sofort Pferde, sondern dann halt erst im Laufe der nächsten Zeit, wenn dann halt das Texture Pack Zortex Fanware geupdatet ist und damit dann alles gut läuft. Und ich muss mir natürlich noch einen neuen Mod-Launcher holen, damit das ja auch alles wieder funktioniert. Das wird auch so ein bisschen heikel. Warum sackst du da ab? Merkwürdig. Also es sieht nur so aus, ob es absackt, oder? Hä? Merkwürdig. Ach, egal. Machen wir noch so, dann füllen wir den auch nochmal kurz, dann machen wir dann so, bam, bam, ach, boah, diese Spinne, die regt mich auf, die hier drunter ist, also wirklich, die Spinne, die ist echt böse, glaube ich, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, bam, 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 oh, fail, ich hätte fast auf das Gras-Ding so umster gebaut, ach, das geht durch das Gras, seit wann das denn, coole Sache, fail, okay, 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 das hat funktioniert. So, jetzt planieren... Obwohl, nein, wir setzen erst mit den Zaun da rum. Weil ich Angst habe, dass sonst Monster kommen und uns dann alles klauen. Oh, fuck. Jetzt habe ich extra die Axt weggemacht in der Hoffnung, dass wir die nicht brauchen. Aber was passiert natürlich? Der Tobi verbaut sich. Yay, ich bin ja so ein Failer. Genau. Ja, ich bin ein Failer. Ich habe den Skill zu failen. Hat auch nicht jeder.
Und demnächst wird auch wahrscheinlich was Episches kommen. Also jetzt im Laufe der nächsten Wochen. Kommt auf jeden Fall was Episches. Da wird die volle Dröhnung Minecraft auf euch zugedonnert kommen. Und es wird dann auch demnächst, also was heißt demnächst? Es dauert noch ein paar Monate. Aber da wird es auch noch was richtig hammergeiles Episches geben. Was so komplett normal ist. Was überhaupt nicht, beziehungsweise noch nie auf meinem Kanal war. Und ja, das wird hochinteressant, hoffe ich. Von jetzt wird echt lustig, weil ich das auch wieder mit einem Kumpel von mir mache. Und das wird cool, würde ich sagen. Also, oh, ich bin echt so blöd. Boah, diese Spinnen. Was machen die da unten eigentlich? Machen die da Harakiri oder was machen die da? Ich verstehe das nicht. Boah. Yay, jetzt habe ich hier wieder ein Stückchen Erde, was ich wieder wegbauen kann. Yay. Boah, ich gehe da gleich nach unten und gehe da mal Hallo sagen. So. Aber diese Musik ist so einfach cool, oder? Also ich finde diese neue Musik echt cool, die gefällt mir. Wo habe ich da denn so ein Tor? Ich sehe das Tor nicht, ich sehe das Tor nicht. Ach, machen wir es einfach hier rein. So, genau. Also jetzt sind da so mysteriöse Löcher und jetzt müssen wir erstmal eine Runde planieren. Und was kommt hier eigentlich? Achso, wow. Ich mache dann aber die eine Zuckerrohrplantage reicht, oder, meine lieben Freunde? Finde ich auch persönlich, das reicht vollkommen. Und wir müssen auch bald nochmal in die Mine. Wir brauchen noch mehr Diamanten und so. Weil ich finde, Diamanten sind was Wichtiges und... ja, wie machen wir das am besten wieder? Wieder so, oder? Ja. Yay. Boah, Mann, ey. Oh, wie komme ich jetzt da rüber? Da kann ich rüberspringen. Oh, ich könnte schon mal die Zwischenwege bauen. Oh. So. Okay, machen wir das so und so. Hier muss auch noch ein Zwischenweg zwischen. Hm. Inzwischen das Zwischenweg. Oh mein Gott, das macht mir voll Angst, dieses... Oh, ich habe noch einen Stack. Ich habe gedacht, das wäre leer. Egal, laufen wir jetzt hier so ganz dezent durch. Haben wir hier keine Tür? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist echt schlecht durchstrukturiert. Egal, es war ja alles nur eben ein bisschen provisorisch. Aber das ist doch richtig cool geworden, oder? Hier so ein riesiges Feld. Müssen wir eh noch ein bisschen ernten. Aber jetzt bauen wir uns erstmal noch ganz schnell eine Höhe, damit wir da auch weiterbauen können. Oh mein Gott, wir haben schon 7 Minuten und 21 Sekunden verspielt, plus 15 Sekunden drauf wegen dem Intro. Oh yeah. Ja, achso, meine lieben Freunde, wenn ihr zufällig bis hierhin guckt, soll ich mir mal ein neues Intro zulegen oder findet ihr ist das ganz cool? Ich finde irgendwie, das ist immer so ein bisschen lang. Ich brauche irgendwie so ein Intro, was 5 Sekunden ist oder sowas. Vielleicht jetzt irgendwelche Intro-Designer unter euch, die mir vielleicht mal ein Intro bauen wollen. Aber ich sag's euch, ich bin da nicht ganz so einfach. Das hört sich so zu merkwürdig an, aber ich bin wirklich nicht ganz so einfach in der Auswahl. Aber ich habe das ganze Zeug noch dabei. Ich hätte mir da unten eine Workbench bauen können. Okay, hätte ich nicht. Ich hatte keinen Dingens. Keine Workbench, beziehungsweise kein normales Holz dabei. Und deswegen müssen wir hier jetzt wieder ganz dezent runterlaufen. Yay, an den kleinen Muku-Strand vorbei. Wenn die so wunderschön cool sind. Und die kleinen... Aua, jetzt habe ich mir das Knie gebrochen. Ich mag es nicht, wenn ich mir das Knie immer breche. Das tut nämlich richtig weh. Aber jetzt machen wir hier erstmal alles so richtig schön. Wir müssen uns irgendwann nochmal was überlegen, sodass wir vielleicht das Wasser unterirdisch machen, also unter die Felder. Weil es kann nicht sein, dass mir ab und zu immer mal was daneben fällt. Das finde ich nicht gut. Gefällt mir überhaupt nicht. Boah, bam, 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 bam. Boah, das ist so geil. Tobi jetzt hat OP. Yay. Oh mein Gott, das ist sowas von total. Coole Musik. Ich finde einfach diesen Beat davon so geil. Also wenn ihr auch was von dem haben wollt, dann... Ich habe es euch in die Beschreibung gehauen. Also ganz unten stehen da so ein paar Informationen über mich und sowas. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da wirklich mal drauf vorbeigucken. Das kostet nichts und ist cool. Oh ja. Yeah. Okay, so, jetzt machen wir noch das letzte Fältchen. Brauchen wir noch mehr Kürbisse? Nee, oder? Die ganzen Kürbisse da wachsen, haben wir so viel Kürbiskuchen. Im Endeffekt, ups. Boah, guckt euch das mal an, wie sehr die Hau einfach verbraucht ist, wenn hier mal irgendwie was drüber läuft. Okay, Wasser ist ja da nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Und es wird wieder Nacht. Müssen wir ein bisschen ausleuchten, damit hier kein Zombie oder sowas drauf spawnt, das uns dann alles kaputt macht, weil das wäre überhaupt nicht lustig. Bin ich richtig böse. Boah, mir ist so warm. Mir ist so warm. Meine lieben Freunde. Ist bei euch auch im Moment so warm? Okay, heute geht es eigentlich. Also, ich nehme am Freitag auf. Heute geht es eigentlich wieder. Aber, boah. Dienstag und Mittwoch. Das war so schlimm, meine lieben Freunde. Aber es war irgendwie auch geil. Also, ich habe mich mal echt gefreut, irgendwie mal schwimmen zu gehen oder so. Weil bei dem Wetter lohnt sich das ja dann wirklich. Achso, ich wollte jetzt pflanzen. Ja, dann machen wir am besten
parallel, oder? Dann ist das hier die Kartoffel. Denkst du, wo ist da? Ja, dann wird das hier die komplette. Nicht essen. Du sollst säen. Du sollst säen. Oh. Muss ich das jetzt einzeln drücken oder was? Boah, so ein kleiner Aslak. Warum will der das denn alles dann immer essen? Boah, warum willst du die essen? Das ist eine Kartoffel, du. Die ist noch nicht mal gebraten. Du Schwein. So ein dreistes Schweinchen. Ja, ich kann meine Kartoffeln essen. Böser Junge. Jetzt machen wir noch ganz schnell eine Karottenfarm. Das hier war doch die Karottenfarm, ne? Ja. Okay, die kann man wenigstens. Oh, warum hast du heute. Du hast echt heute das Bedürfnis zu essen, oder? Sag mal, du hast doch. Zufrieden. Okay, jetzt kann er wenigstens nicht mehr essen. Das finde ich gut. Oh mein Gott, aber der hat gerade eben wirklich versucht, die ganze Zeit zu essen. Das finde ich nicht gut. Und da habe ich ein Feld ausgelassen, was ich gerade total traurig finde. Boah, diese Musik ist so cool. Und irgendwie total. Boah, das passt perfekt. Okay, wir brauchen 56 Dinger, um ein so ein Feld zu knallen. Zuckerrohr brauchen wir eigentlich auch nicht. Dann können wir theoretisch noch eine Runde Weizen anbauen. Dann machen wir die beiden hinter. Das da. Das. Ein Skelett. Hallo, Skelett. Machen wir hier. Und da hinten. Samen. Das ist dann, glaube ich, am besten, wenn wir die Samen auf den Boden schmeißen, die dann zu merkwürdigen großen Dingern mutieren. Okay. Okay, Tobi. Alles in Ordnung bei dir. Okay, jetzt bauen wir hier ein bisschen ab. Nicht runterfallen, ja? Also da kannst du ruhig runterfallen, aber sonst kannst du. Wow. Ich finde das nicht gut, wenn du runterfällst. Nicht runterfallen, ja? Samen sind mir echt kostbar. Und vor allem das Zeug, was da rauskommt, dieses Weizen, daraus kann man epische Rolex-Teile machen. Okay, cool. Das wäre echt jetzt gerade eben passiert, wenn das. Oh, oh. Hui. So, okay. Ist hier vielleicht irgendwas runterfallen? Nö. Okay, jetzt nehmen wir uns noch die 64 Samen, weil die bräuchte. Achso, das reicht aber nur für ein Feld. Scheiße. Geil, jetzt laufen wir einmal durch das epische Zuckerrohr. Wir brauchen dringend auch noch anderes Zeug. Dieses. Leder. Leder von den Kühen brauchen wir auch noch. Ganz wichtig. Wir müssen ja noch die Bilder. Obwohl, das war in einem anderen Let's Play. Aber trotzdem brauchen wir noch Leder wegen den Büchern. Wir können zwar schon Level 30 verzaubern, aber mit Enchanting Plus können wir noch ein bisschen weiter verzaubern als Level 30. Und ja, das ist mir sehr wichtig, dass wir da noch weiter verzaubern können, weil sonst ist das total unnötig. Woohoo, yay, Party, ich höre eine Spinne. Die regt mich total auf. Wow. Wow. Kleiner Idiot. Okay. Genau vor sowas habe ich Angst, das mag ich nicht. Ach, da ist eine Spinne. Ah, das ist ein Spawner. Wow, yo. Das ist richtig geil. Wow, 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 ich höre einen Zombie. Wow. Warum ist denn hier heute so viel Action? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir. Ja, genau, also sauft mal eine Runde. Das ist eine saftige EP-Maschine. Ist mal ganz ehrlich. Kommt der jetzt hoch? Nö. Okay. Wow. Wow, wo kommst du? Boah. Die Viecher, die ringen echt auf. Jetzt müssen wir das jetzt mal dezent zumachen. Das ist das kleine epische Loch. Ich werde von Spinnen belästigt. Oh mein Gott. Da habe ich mich echt erschreckt. Also wirklich. Wow. Genau, komm zu mir. Aua. Genau, komm zu mir. Au. Verbrenne. Rexvieh. Nicht, dass du auf die Idee kommst, dass du einfach irgendwie was anderes machst. Aber das ist ideal. Können wir aus dem Spawner sozusagen. Ja, da können wir eine richtige Spawnmaschine bauen. Ist eine richtig coole Sache. Ich habe schon gedacht, warum sind hier so viele Spinnen, aber wenn da ein Spawner ist, ist das natürlich logisch. Ich habe den am Anfang gar nicht gesehen. Bin ich ganz ehrlich. Habe ich wirklich nicht gesehen. Ups. So. Dann ist das natürlich direkt so OP. Hm, super Nummer. Machen wir am besten so, dann kann ich das wieder abbauen. Jetzt bauen wir hier noch die restlichen Zäune hin. So. Boah, das hört sich so eklig an, wenn das Wasser läuft und die Spinnen in der Nähe sind. Aber naja. Das ist was anderes. So, okay, jetzt haben wir das so gemacht. So, geile Sache. Okay, jetzt können wir noch ein paar Samen. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich wieder nach Hause, oder? Ja, genau, ich wollte wieder nach Hause. Laufen wir mal ganz dezent. Oh. Ich habe vergessen, dass es hier noch keinen Durchgang gibt. Okay. Laufen wir hier lang. Yay! Oh mein Gott, jetzt habe ich wieder die Tür geöffnet. Und jetzt habe ich sie wieder geöffnet und wieder geschlossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein Creeper. Ich habe halt schlechte Erfahrungen mit Creepers. Zeug, warum hast du ein Ei in der Hand? Du Minderwertiger, du. Hast mir ein Ei geklaut. Ich sehe da den Creeper. Der Creeper sieht mich zum Glück nicht. Und da ist noch einer. Und den werde ich jetzt anzünden. Komm zu mir, Creeper. Bam!
Oh fuck, unser Schwert ist was kaputt. Okay. Hier erstmal ganz kurz reparieren, weil wir haben ja noch einen Amboss. Und genug Eisen haben wir auch noch. Dum 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 dum. So. Aber ich weiß, dass das extrem viel EP kostet, aber dann ist unser Verbrennungs-2-Schwert. Ja. Ist nämlich sehr wichtig. Okay, man könnte auch theoretisch noch andere Sachen. Okay. Level 17, wie viel kostet das jetzt? Wow. 17 Level hat das jetzt gekostet. Boah, wow, so spartig. Aber dafür ist jetzt unser Schwert wieder ganz, ganz heil und es gefällt wieder jedem. Aber was ich ganz anderes wollte, ich wollte noch ein paar Samen holen. Noch ein paar Rolligmacher. Achso, das kann man essen. Mal so kurz sortieren. Ach, was macht ihr denn da? Warum machst du das nicht untereinander? Ah, bist du minderwertig. So, genau. Okay, jetzt nehmen wir uns noch die Samen und gehen jetzt noch ganz kurz nach da hinten, damit da auch das komplette Feld komplett voll ist. Dann gehen wir kurz pennen. Oh, warum sind... Ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt nach Hause und penne erstmal kurz, weil ich habe irgendwie keinen Bock darauf, dass hier so viele Monster spawnen, die mich dann töten wollen. Eigentlich wollte ich hier mit den Verzauberungen irgendwas anderes verzaubern, aber so wie es aussieht, bleibt mir da wohl nichts anderes übrig, als einfach hochzugehen und zu flüchten. Denn das ist echt böse. Weil die wollen mich wirklich alle töten. Also die haben echt, glaube ich, das Ziel, mich zu töten. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Und jetzt schlafen wir einfach eine Runde. Fuck, Mann. Alter. Scheiße. Okay. Wir haben ein Dachboden. Wir haben ein Loch im Boden. Okay. Bin ich froh, dass unser Glas nicht kaputt gegangen ist. Das war nämlich irgendwie viel wichtiger. So, ich schlafe erstmal. Njam, njam, njam. Aber warum ist da ein Creeper gekommen? Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das Zeug ist da unten, ja. Au! Oh. Warum hast du jetzt... Ah! Warum? Warum ist das passiert? So unnötig. Okay. Ah, ich höre das. Das ist irgendwie voll unheimlich. Okay, jetzt weiß ich zumindest, dass das Zeug, was mich so böse angreift, von oben kommt. Und mich maßlos vergewaltigen will. Aber das ist eine andere Sache. So, okay. Aber wo spawnen die? Der hat sich hier irgendwo in der Ecke versteckt. Der hat hier meine ganze Konstruktion kaputt gemacht. So, egal. YOLO. So, coole Sache. Machen wir das so. Und so. Kann es sein, dass der hier in der Mitte... Dass die immer hier spawnen? Ist nur so eine Idee. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber das sieht so aus, oder? Egal, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen repariert und jetzt können wir erstmal wieder Samen setzen gehen, weil Samen setzen ist ganz wichtig. Aber ich hatte noch nie, dass Creeper mich so genervt haben. Alter, und da wieder eine Spinne. Ich glaube, die mögen mein Haus. Vor allem das Beste ist eh, dass wir einen Spawner gefunden haben. Das ist eine krasse EP-Maschine, wenn man sich das mal so überlegt. Dann mache ich mir da so Holzschwerter. Ach, halt, Zombie. Komm mal raus. Fängst du sofort an zu brennen. Oh, bist du blöd. Bist wirklich blöd. Ich habe hier nichts gegen Zombies, aber... Ihr seid blöd. Ihr seid einfach nur blöd. So definitiv blöd. Genau wie Creeper, die auch immer intelligenter werden, aber ich sie trotzdem als blöd bezeichne, weil ich sie nicht mag. So, genau. Laufen wir hier lang, hier wieder auf, da wieder zu. Da wieder auf und da wieder zu und da wieder auf und da wieder zu. Und ich weiß auch, dass wir bald einen großen Ertrag haben werden, aus dem Grund, weil unsere Kürbisse bald fertig sind. Wuhu, und jetzt machen wir hier wieder ein bisschen. So. Und wir müssen auch irgendwann mal unsere Hühner umdisponieren, damit die Eier von alleine geerntet werden. Wir dürfen ein bisschen schwimmen. Ach cool. Ah, ein Blub-Blub. Ich finde die Dinger so geil. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Hier gibt es Schafe und hier unter mir ist eindeutig ein Spinnenspawner. Und den Spinnenspawner müssen wir irgendwann mal zu einer richtig heftigen Sache umbauen. Also das ist richtig geil. Also, warum habt ihr das vorher nicht gewusst? Ich mag dieses Lied nicht. Weg mit dem Lied. Ich höre nichts. Ich höre nur so ein Dumm-Dumm-Dumm. So, habe ich noch ein bisschen Weizen dabei? Nö. Aber ich könnte theoretisch ein bisschen hühnerrollig machen. Ich gehe jetzt mit zu euch rein und dann beglücke ich euch mal ein bisschen. Aus dem Grund, weil ich eure Eier haben will. Und jeder, der fliegt, stirbt. Ich hab's dir gesagt. So, zwei gebratene Steaks. Finde ich gut. Ja, genau. Jetzt kommt mal zu mir. Hallo. Ja, boah, guckt euch das mal an. Das nenne ich mal Horde. Das ist eine Horde. Das ist eine richtig... Wow. Oh, wie geil. Und ein bisschen Spaß haben. Oh ja, wie vielen Kindern habe ich jetzt was gegeben? Ich glaube, ihr treibt es gerade, oder?
So schätzungsweise. So, wer will, wer hat noch nicht? Ja, ihr Kleinen dürft noch nicht. Tut mir echt leid, aber... Boah, aber da sind einige kleine Kinder jetzt raus geworden. Ja genau, guckt jetzt mich mal alle an. Guckt mich an. Ich hab schon wieder ein Ei gelegt, oder? Ja genau. Guckt mich mal alle an. Genau, guckt mich an. Guckt, look at me. Oh, cool. Ihr seid so genial. Ihr seid so genial. Von denen, die klimpern auch alle gleichzeitig. Was tut ihr eigentlich, wenn ich ein Schwert in der Hand habe? Gar nichts, oder? Will noch irgendjemand? Wer hat noch nicht? Will noch irgendjemand? Wer hat noch nicht? Wer hat noch nicht? Wer will und wer hat noch nicht? Du? Du? Vielleicht hier irgendwo ein einzelnes Huhn? Oh, du tust mir leid. Ah, hier. Sucht euch. Friends, sucht euch. Komm, geht zueinander, da krieg ich noch mehr EP. Warum habt ihr ein Ei gelegt, weil ihr es getrieben habt? Wie pervers. Das ist echt eklig. Ey, das ist ein Ei im Kuhgehege. So, okay. Habt ihr toll gemacht und ich habe EP bekommen. Das gefällt mir total. Ich bin jetzt hier Level 6. Jetzt definitiv ein bisschen Bumm gemacht. Egal, steck mir mal da kurz in. Ey, boah, ich glaube, irgendwann muss ich mal wirklich etwas sowas machen, dass. Ah. Ja. Haben wir noch eine Wacke hin und da. So, okay. Jetzt mache ich das hier wieder. Ah, ein Roasted Beef. Nein. Das war ein verrottetes Zombie-Fleisch. So. Och nee, das will ich nicht. So, jetzt geht's weg und jetzt mache ich hier wieder. Richtig schön, so dass man hier runterlaufen kann, beziehungsweise jemand durch die Gegend laufen kann. Oh mein Gott, wir haben, glaube ich, definitiv so wenig Erde, wo wir unten total viel Erde haben. Also unten in dem Erdenbunker. Ne? Aber leider ist der Part auch schon vorbei. Und das bedeutet natürlich, meine lieben Freunde, ich gehe jetzt wieder dahin, weil ich darauf stolz bin, dass wir schon wieder die Farm etwas ausgebaut haben. Laufen wir noch kurz hier die Treppchen hoch und dann gehen wir da wieder hoch und da wieder hoch und da wieder... Mach schneller. Okay, du kannst das. So, okay, cool. Jetzt sind wir hier und jetzt machen wir... Frühaufstehen ist eine Lüge. Boah, das sieht doch richtig episch aus. Unsere ersten beiden Kürbisse sind gewachsen. Ist das nicht hammergeil? Ich mache davon nochmal einen Screenshot, weil ich es einfach nur so geil finde. Deswegen würde ich sagen, meine lieben Freunde, da hinten despawnt was. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal wieder den Daumen smashen, so dass er wieder blutet und so. Also, dass er halt schön ist. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, haut rein. Wenn ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Und bei dieser wunderschönen Musik beenden wir diesen Part. Ich wollte schon sagen, beginnen. Ich hätte echt Bock nochmal auf mehr, aber mal schauen. Und deswegen beende ich diesen Part und wir sehen uns. Bis demnächst. Haut rein und tschüss. Boah, das ist immer so schwierig, die Taste zu finden. Tö.